Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal haben wir einen Golem besiegt, der uns als Boss präsentiert wurde, nur um dann weiterzulaufen und hier beim nächsten Boss anzukommen. Jawohl. Zwei Bosse in einer Folge. Jetzt. So magisch das. So, wir haben ihn in der letzten Folge schon mal angefangen, haben leider nicht gewonnen, aber eine gesunde Taktik heraus. Kristallisiert. Du bist stur, Deuner. Ja, ja. Geralt, du willst mich töten, du willst nicht mitkämpfen, aber dann doch. Die Frage stellt sich wieder, warum fragst du überhaupt? Ach, und es geht schon super los. Wir kassieren den ersten Hit. Na du Morde. Zack. Nee, nee, heute nicht, mein Freund. Autsch. Hey, guck mal. Oh oh. Also leicht ist was anderes. Ne? Ich mache hier mal fix Licht an, damit man den besser sehen. Damit man nicht so halb blind durch die Dunkelheit tänzeln müssen. Oh oh. Hui. Der war knapp. Genau. Probier's mal mit Igni, vielleicht bringt uns das ja auch irgendwas. Es sieht nicht wirklich so aus, nein. Ich werde es nochmal probieren, einfach nur des Probierens willen. Nee. Also nehmen wir wieder Axi, in der Hoffnung, ihm zwei, drei Schläge mehr reindrücken zu dürfen. Bam, bam, bam. Nein. Ach, Kacke. Dämlicher. Okay. Kennen wir ja schon aus dem ersten Versuch. Jetzt rufst du hier so kleine Hunde herbei. Eröffnet eine Passage. Bleib ruhig. Konzentrier dich. Mist, jetzt bin ich aus Versehen in den Schutzschild reingerannt. Verdammte Kacke. Bam. Schnell die Hunde abschlachten. Das Problem ist, er heilt sich in der Zwischenzeit immer wieder. Und jetzt haben wir es auch wieder mal nicht geschafft, irgendwie Schaden auf ihn zu belassen. Dafür waren wir wohl etwas zu langsam. Aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Wenn das jetzt nicht klappt, werdet ihr das sowieso nicht sehen, weil ich dann die Aufnahme nochmal neu starte. Weil den Boss dreimal versuchen, nur wegen meiner Unfähigkeit. Nein, ich glaube eher weniger. Au! Nee, du kannst ja nicht mal treffen. Zack. Also langsam habe ich den Move-Pool von ihm raus. Problem ist halt, dass man immer auf jeden Angriff anders reagieren muss. Je nachdem, wie er gerade seine Waffe durch die Luft schmeißt. Autsch. Ja, das war gerade eine blöde Idee. Und während er da ein bisschen betrunken rumtaumelt, werde ich mir mal die Schwalbe wieder ins Inventar nehmen für die Heilungsregeneration. Morde. Selber Morde. Guck mal, du Morde. Terra, ernsthaft? Du nervst. So gerade ist er echt mehr unpraktisch als hilfreich. Ja, theoretisch gesehen könnten wir den einfach so stunnen, dann Zeit für Städte draufsetzen, aber nein, so holt sie ihn immer wieder raus. Wir kriegen den Schaden ab. Ah. Das Problem ist, Terra allein kämpfen lassen können wir auch nicht, weil dann dauert es so lange, dass er jedes Mal wieder in seinen Ja, ich heil mich mal Modus kommt. Also Terra ist gerade wirklich unpraktisch, am liebsten hätte ich sie vorne liegen lassen. So im Nachhinein. Also am Anfang habe ich mich ja gefreut, dass sie mit dabei ist, aber jetzt mittlerweile, wo ich sehe, was sie für Auswirkungen auf den Kampf hat, bin ich davon nicht mehr allzu begeistert. Das
So, weiter geht's. Autsch. Alter Mann, das war mein Gesicht. So, jetzt kommen wieder die Hunde. Hunde 2. Und dann kann man ihn endlich killen. In die ewigen Jagdhunde schicken. Aber da ist halt vielleicht nicht direkt in den Schneesturm reinlaufen. Das macht nämlich Schaden. Und das nicht gerade wenig. Aber ich will sie schnell killen, damit er nicht so viel Leben regeneriert. Hat ja relativ gut geklappt, möchte ich meinen. Es stellt sich nur die Frage, würde er das jetzt trotzdem nochmal machen, wenn wir zu lange brauchen? Oder macht er das immer nach einem gewissen Zeitintervall? Ja, wenn er es immer nach einem gewissen Zeitintervall macht, dann haben wir einfach das Problem, dass unser Schwert zu kaputt ist, um hier ordentlich Schaden anzurichten. Das war nicht so geil. Nee. Nee. Ups. Hui. So, wieder ein bisschen Essen hinter die Kiemen geschoben. Ach, Mist. Wenn wir von vorne angreifen, kriegen wir nur einen Schlag drauf. Wenn wir es schaffen, während er in dieser Trance ist, hinter ihn zu kommen, sind es gleich mal 3. Wenn nicht auch 4. Beziehungsweise überhaupt Angriffe von hinten sind sehr effektiv. Wenn ich das mal so anbringen darf. Ach, ich bin auch so ein Trottel. Ich kämpfe die ganze Zeit mit Igni. Kein Wunder, dass der nicht taumelt. Hoppala. Heute nicht. Autsch. Bam, bam, bam. Jawohl. Er ist tot. Alles in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Genau. Deine Angst war total unnötig. Oh, wir haben es geschafft. Wuhu! Ich hatte ja so zwischendurch die Angst gehabt, dass wir es nochmal machen müssen, aber da haben wir uns dann doch dementsprechend gut geschlagen. Das ist sehr erfreulich. Doch, die machen wir mal kaputt, einfach weil es toll aussieht, wie Licht rumfliegt. Hui. Okay, hier ist nichts. Dann haben wir es wirklich nur gemacht, weil es schön aussieht. Ich wollte ja sagen, außerdem liegt dahinter irgendwas, aber dahinter lag nichts. Deswegen sah es einfach nur schön aus. Ja, eine Olive kann man mal mitnehmen. Zwergenschnaps ist auch nicht zu verdenken, aber wirklich springen tut uns das gerade nicht. Hier. Na schön, sehen wir uns die Nachricht an. Ja, noch nicht. Mann! Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln. Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Hm. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber
In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Gute Frage. Weil du gesagt hast, dass wir hier hin sollen. Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Also war die wilde Jagd wieder einmal schneller, als wir geschafft haben, wir so gut wie gar nichts. Finden nur noch ein paar alte Bücher. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Und ein paar Kräuter. Und haufenweise Stuff, den wir mitnehmen dürfen. Juhu! Und gewandte Magie. Eine Wand, die aussieht wie eine Tür und flackert. Was hat es damit wohl auf sich? Schauen wir uns gleich an. Ich möchte nur gucken, dass wir auch nichts verpassen. Okay. Dann mal ab durch die Tür. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Ach komm, Geralt, die wackelt. Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni. Löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Ist nicht süß. Okay, wir haben ein neues Item erhalten. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Finde ich richtig cool. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Magische, was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Na gut. Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Natürlich helfen wir der guten Dame. Hier finden wir bestimmt etwas. Ich folge dir einfach, ne? Du machst das schon. Ich hoffe nur, wir müssen nicht gegen noch mehr Gegner kämpfen, weil dann wird's echt knackig. Und schau mir jetzt mal wieder mein Handy zur Seite. Einen Moment. Oh. Okay. Also Terra, was ist los hier? Ach, ein heißes Bad. Dafür würde ich alles tun. Hier, eine Inschrift. Zeig mal.
Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na, versuchen wir erstmal das Rätsel zu lösen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. So, mit was müssen wir denn... Aha. Okay, mit diesen Statuen müssen wir interagieren. Aber bevor wir da irgendwas probieren, hau ich mir erstmal die Katze rein. Damit wir hier wieder mehr sehen können. Das finde ich vielleicht ein bisschen umständlich, dass ich da jedes Mal wieder ins Inventar rein muss. Das hätte man sicherlich auch besser lösen können. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Wohl doch, was das angeht schon. Weil jedes Mal ins Inventar, nur um den Trank zu wechseln. Naja. So, sie hat gesagt, vier in einer Reihe. Der erste ist nicht der letzte. Das scheint ja soweit klar. Ich habe mir hier schon mal ein paar Notizen gemacht. Der zweite spielt ein Lied. Der dritte hat sein Tier dabei. Der vierte macht auch irgendwas mit seinem Tier und macht irgendwas nicht wie der erste. Ja, mehr könnte ich jetzt beim ersten Mal nicht herausfiltern. Aber der hat einen Laut und einen Hund. Der hat einen Laut und keinen Hund. Der hat mal gar nichts. Der hat einen Hund. So, ich habe eine Vermutung. Probier's mal. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Vier Statuen. Alle sehen gleich aus. Sehen nicht gleich aus. So, das zuerst. Der zweite hat gespielt. Warte. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Der dritte hat ein Tier. Und der vierte, der hatte irgendwas anderes. Funktioniert. Gute Sache. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Freue mich aber, dass es geklappt hat. Und hier finden wir sagenumwobene Schätze. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Wir haben es in den Foto begraben. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreginan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Eine Lampe. Was kann man denn damit anfangen? Licht machen. Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Na gut, aber erst wenn ich hier wieder alle Kisten ausgeräumt habe, meine Gute. Vorher gehe ich nicht weg. Erst schleppst du mich schon mit hier rein. Oh, was haben wir denn hier? Notizen eines... Notizen eines Wissenden. Ich glaube, die werde ich mir jetzt mal durchlesen. Das interessiert mich gerade doch. Ja. Tag 3275. Letzte Schlüsse bezüglich der Lampe. Meine Erfahrungen mit der Zauberlampe bestätigen zweifelsfrei, dass durch ihre Verwendung Kontakt mit aktiven Zentren kondensierter Geistesenergie hergestellt werden kann und eine Kommunikation der letzten Erinnerungen des Wesens möglich ist. Die Geistesenergie, die von Lara Dorans Überresten, emittiert wird, ist allerdings völlig innert. Okay. Und dies trotz der gewaltsamen Todesumstände, welche die gewünschte Tendenz doch hätten verstärken müssen. Lara bleibt still.
An diesem Punkt erscheinen weitere Nachforschungen zu Lampen, die Kontakt mit den Toten ermöglichen, für meine Zwecke gänzlich unbrauchbar. So, wir lesen hier gleich mal noch die restlichen Bücher durch. Zack, 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 zack. Habe ich auch mal gemacht, während ihr nicht dabei wart, weil, ja, ich drücke ja nur A und gehe wieder raus. Okay, das wär's hier soweit. Berserker. Mhm. Ein Ort der Macht. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Oh ja, das solltest du, Geralt. Machen wir auch. Ach nein, komm schon, hinten ist wieder so ein Kack-Golem. So, aber den haben wir schon mal besiegt, deswegen werde ich jetzt schauen, ob wir hier irgendwo eine Möglichkeit haben. Berserker, nee, das sind... Werden ja gar nicht aufgeführt, warum werden die denn nicht aufgeführt? Was ist denn hier los? Nö. Überhaupt nicht. Und Druide vielleicht? Nein. Okay. Das heißt, wir werden den noch einmal besiegen müssen, ohne weitere Informationen zu erhalten vorher. Irden, Zeichenintensität. Was war denn Irden? Magische Falle. Ist die so gut gegen den? Die könntest du mal ausprobieren. Verdammt. Mal schauen, was passiert. Ach, na klar, ja. Jetzt ist nicht mehr ein Boss. Das ist jetzt ein Standardgegner. Team Sledgehit, mein Alter. Damn. Naja, wirklich mehr Schaden macht das nicht. Also nicht ansatzweise so wie bei der Mittagserscheinung. Da war das doch wesentlich hilfreicher. Aber wir werden das Ganze hier wieder mit Schutzschild machen. Weil, wie schon gesagt, bei Gegnern, die nur hin und wieder mal angreifen. Und das mit starken Schlägen, ist das wirklich arg wirksam. Jeder, der ein bisschen mathematisch nachdenken kann, wird das sofort verstehen. Weil gegen Gegner, die deren Schlag einmal vollständig ouch annulliert wird, wenn die Strat so ein Move kommt, die dafür aber selten angreifen, ist das wirklich praktisch. Ich meine, wenn sie da mal angreifen und dann doch treffen, ist auch kein Problem, weil dann haben wir ja den Schutzschild draußen. Natürlich probieren wir trotz allem regelmäßig auszuweichen, um den Schutzschild lang genug aufrecht erhalten zu können. Ja. Wenn man sich nicht gerade so anstellt wie ich eben. Oh Gott, wir brauchen unbedingt mal wieder ein Reparaturset für unsere Schwerter. Theoretisch gesehen könnte man die Gegner hier auch mit dem Stock verprügeln. Das würde eventuell sogar schneller gehen. Yep. Gleich neuen Schutzschild drauf. Ach Mist. Wow. Wie ich diesen Move hasse. Das wirst du bereuen. Okay, aber lange hält dir das nicht mehr aus. Das war's gleich mit dir, du dämlicher Golem. Aber schön zu sehen, dass der Gegner, der vorhin im letzten oder vorletzten Part noch ein Boss war, mittlerweile einfach mal so im Weg rumsteht. Und die Vorfreude steigt immer weiter. Ich meine, wir sind immer noch am Anfang. Guckt euch den Gegnerlevel an. Er ist Level 6. Wir haben Rüstung, die können wir herstellen. Die ist für Level 37. Wir sind auf Level 6. Nach, weiß nicht, 10 Stunden Spielzeit. Verdammt. Ach man. Jawohl. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Einfach mal betäuben. Gut, beim nächsten Mal werden wir diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Vielleicht wäre das dann sogar noch schneller vonstatten gegangen. Aber hier haben wir auf jeden Fall viele, viele Truhen rumstehen und liegen. Das nehmen wir alles mit gnomischer Gear. Neues Paar Schuhe, ein bisschen Kohle. Also der Ausflug hierher hat sich schon einmal gelohnt.
Das ist schon mal sehr erfreulich. Und dann geht's noch weiter. Aber bevor wir dort weitergehen, wird hier noch weiter umgesehen. Es reimt sich schon wieder. Ich bin toll im Reimen. Reimen macht Spaß. Oh, und wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Artillerist. Was die macht, keine Ahnung. Beziehungsweise wofür wir die bekommen haben, keine Ahnung. Ey, was war das denn? Die Schaden, wenn ich da dagegen laufe? Nee. Hä? Ach, egal. Ist ja auch wurscht. Spielen wir erstmal Rambo. Dun, 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 dun. Wir finden ein paar Leinen. Dun, 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 dun. Und fährten Laserstiefel als ein Erz und eine Fackel zum Anzünden. Diddle, 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 diddle. Okay, das hat effektiv 0 gebracht. Doch, ich musste mich kurz räuspern. Räuspern. Gut, das ist alles da oben. Da kommen wir von hier aus nicht hin. Gut. Magie, ein Ort der Macht. Den haben wir ja schon abgegrast, ne? Oder? Dachte schon. Ja. Alles klar, dann würde ich mal sagen, raus hier aus der Höhle. Ich hoffe ja, dass wir jetzt irgendwo sowas wie eine kleine Abkürzung haben. Wäre ganz nett. Weil der Weg war dann doch, ja, eine Ecke länger. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ach, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Ey. Ach man. Jetzt habe ich die Gesprächsoption hier überlaufen. Ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Eine weitere Wand. Ja, ich finde die Tatsache, dass wir so ein Item bekommen haben, vollkommen übertrieben geil. Ne? Das kommt mir schon vor wie bei The Legend of Zelda. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Nein, ich will... Manu. Ich wollte gleich mitkommen. Dürfen wir aber scheinbar nicht. Und wir haben Stufe 8 erreicht. So langsam wird's doch. Wo sind wir denn hier gelandet? Warum ist denn alles so grau? Ach, weißt du, warum hier alles so grau ist? Weil wir Katzen noch anhaben. Ich dachte, wir wären jetzt auf Skellige gelandet und Skellige wäre eine Eisinsel, aber... Nee, sah nur so aus. Aber wenn wir ja gerade schon mal hier draußen sind und da ein Boot steht, möchte ich mal schauen, wie es sich so Boot fahren lässt. Komm, hoch da. Ich will mal Boot fahren. Mal schauen, wie sich das steuert. Schneller segeln, stoppen, wenden, okay. Also schneller. Ich schau mal fix, wo wir denn überhaupt hinwollen, wo wir denn überhaupt sind. Wir sind da und wollen... wollen wir denn hin? Gut, also hier irgendwo... Also auf der Karte sind wir schon mal richtig, ne? Warte jetzt nur, wo müssen wir genau hin? Ach, hier wollen wir hin. Okay. Dann würde ich aber sagen,
chippen wir mal mit dem Boot zurück, denn ich möchte hier mal wieder ein paar Nebenquests machen. Und dann eventuell gleich nochmal bei der guten alten Hexe vorbeischauen. Denn die hat uns ja zu sich eingeladen. Wird schon ihren Grund haben. Okidokidi. Also, wieder zurück an Land. Eine Runde Butschrotten am... Ja, genau. So wollte ich das sehen. Können die nur untergehen? Ach Mist. Ja, das kriegen wir noch raus. Ob wir die Dinger versenken können. Das wird nicht allzu lange dauern, so wie ich meinen Fahrskill kenne. Ach, das ist so schön. Wir werden noch so viel sehen. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Wie finden wir die denn jetzt am besten? Da war die Höhle, aber wo haben wir ihre Quest begonnen? War das hier oben? Ich weiß es nicht. Naja, wir können hier erstmal ein paar Fragezeichen abklappern. Uns nach da oben arbeiten. Wird sicherlich ein, zwei Parts dauern. Aber dann können wir auf jeden Fall mal wieder sagen, wir haben was erlebt. Gut, wir haben jetzt schon haufenweise erlebt, aber ich will mehr erleben. Und Erscheinungen auf Level 12, natürlich. Da bist du hässlich. Oh, Gottes Willen. Alter. Ich kenne mich ja, bevor ich hier irgendwas angefangen habe. Wir brauchen unbedingt mal wieder Schwertreparatur, Leute. Wir machen keinen Schaden mehr gegen die Gegner. Kann aber natürlich jetzt auch daran liegen, dass die Gegner einfach mal 5 Level höher sind als wir, ne? Das scheint mir ja ein ziemlich legitimes Mittel in diesem Spiel zu sein. Dass die Gegner immer overpowerter werden. Und wir uns einfach nur mit Tränken und irgendwelchen Krimskrams dagegen wappnen müssen. Ständig abzunippeln. Wabala! Hoppla! Hoppla! Au! Alter! Das ist echt nicht lustig! Wisst ihr das? Gut, Nummer 1 ist tot. Bleiben nur noch 3 bisher. Mal sehen, ob es 3 bleiben. Oder ob dann zwischendurch mal wieder ein paar mehr werden oder ein paar weniger. Oder ob dann einfach noch eine zweite Welle erscheint, aus dem Nichts. Wäre ja nicht das erste Mal. Auf jeden Fall haben wir den auch da. Und nehmen natürlich wieder alles mit, was die guten Geister für uns fallen lassen. Was jetzt, du Stück Dreck? Wow, 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 wow. Au. Das ist jetzt ärgerlich, ne? Ich hatte nur noch einen Schlag gebraucht, die Erscheinung, und ist uns dann nochmal entkommen. Aber jetzt ist die Aufgeschichte. Da waren es nur noch 2. Jetzt stirb. Ich weiß, wir könnten uns das Ganze auch wesentlich einfacher machen, indem wir einfach das Geisteröl verwenden. Aber dazu habe ich gerade überhaupt keine Lust. Wow. Denn ich möchte ja eh meine Kampfskills etwas verbessern. Wenn wir so wie wir bisher gekämpft haben, nicht sonderlich weit kommen werden. Habe ich so das Gefühl. Einfach weil es viel zu un... Och, noch eine. Ich das schon ernst? Ich glaube, das mit dem Geister wäre doch eine ganz gute Idee gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, diese Geister, ne? Die riechen mich auf. Ah. Okay, der ist auch tot. Oh Mann. Haben wir es geschafft? Oder kommt da jetzt noch mehr? So ein kleiner Zwischenstand wäre ganz nett.
Niemand? Okay. Was haben wir denn hier? Unverschickter Brief und ein Truhenschlüssel. Ja, Truhenschlüssel nehmen wir doch gerne mit. Wenn wir jetzt noch eine Truhe finden würden. Was war das denn? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Ich will hier weg. Lass mich stehen. Oh mein Gott. Oh. Was? Also jetzt will mich das Spiel gerade trollen, ne? Zuerst pudere ich mich mit ca. 10 Geistererscheinungen. Dann kommt eine Mittagserscheinung angeflattert. Und als ob das nicht reichen würde, taucht auch noch ein Greif auf. Habt ihr zu viel geraucht oder was hier los? Da ist er. Dafür werde ich jetzt aber... Wir machen jetzt mal Folgendes. Wie viel Zeit haben wir noch? Mist, wir sind schon drüber. Okay, beim nächsten Mal werden wir versuchen, es mit dieser Erscheinung aufzunehmen. Bin gespannt, wie wir uns anstellen werden. Ich werde einiges vorbereiten, also Öl drauf, die Waffen... ja stimmt ja, die Waffen, da war ja noch was. Oh Mann, oh Mann. Naja, wir probieren es einfach. Wenn es nicht klappt, naja, sind wir halt tot, ne? Ich würde sagen, bis dahin, was ist erstmal für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, bye bye.